Wir haben als nächsten Gast, ist gerade noch ein bisschen im Aufbau, deswegen darf ich noch ein paar Minuten reden, Dr. Wack eingeladen, und zwar nicht nur mit einer Präsentation der Produkte, sondern mit einem Materialverträglichkeitstest. Ganz spannendes Thema, wo einfach mal verglichen werden soll, machen Reiniger nicht nur sauber, das können wir alle selber testen, das merken wir alle selber im Alltag, sondern machen Sie auch oder lassen Sie auch das Auto ganz. Von daher freue ich mich riesig über den Testaufbau und begrüße den Leiter der Entwicklung von Dr. Wack, Hartmut Hauber, herzlich willkommen. Hallo. Hartmut, schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz. Hartmut, ich würde sagen, erzähl uns noch mal kurz was zu dir erstmal und dann gerne gleich zu Dr. Wack. Ja, also ich bin seit knapp 25 Jahren beschäftigt bei der Firma Dr. Wack Chemie. Ich bin Leiter der Anwendungstechnik und eben für die ganzen Produkttests und Materialverträglichkeitstests im Pflegemittelbereich zuständig. Die Firma Dr. Wack Chemie ist ein Hersteller von Premium-Reinigungs- und Pflegemitteln. Wir haben also sowohl Autopflegeprodukte und Reinigungsprodukte als auch Pflegemittel und Reiniger für Motorräder und Fahrräder. Wie bist du in dem Bereich gekommen? Hast du ein persönliches Interesse für Autos, Fahrräder, Motorräder oder wie kam es dazu? Ja, ich bin auch selber ein Motorradfahrer, ja, und es ist also ein sehr spannendes Thema und da wächst man halt auch im Laufe der Zeit mit rein, ja, und so bin ich also hier ganz gut aufgehoben. Perfekt. Ich habe es ja schon angekündigt, du hast einen super spannenden Materialtest für uns vorbereitet. Was genau passiert, wirst du uns gleich erzählen. Für euch von Dr. Wack, der Recep ist jetzt im Live-Chat für euch, also alle Fragen, die rausgehen, einfach in den Chat kloppen. Recep ist an den Tasten und lässt klimpern sozusagen, beantwortet eure Fragen. Hartmut, ich wünsche dir viel Spaß. Okay. Wir wollen uns jetzt in den nächsten 15 Minuten mit dem Thema Felgenreiniger auseinandersetzen und zwar uns mal die Frage stellen, was sagt der pH-Wert eines Felgenreinigers über die Eigenschaften aus, insbesondere über die Materialverträglichkeit. Und dazu habe ich zwei Tests eben vorbereitet. Das eine ist mal ein Test mit blankem Aluminium. Das schaut also so aus. Das sind blanke Aluminiumstreifen. Die werden wir jetzt in verschiedene Felgenreiniger tauchen und mal schauen, was dann passiert. Zu den Felgenreinigern vielleicht kurz erläutert. Wir haben also dabei einen säurehaltigen Felgenreiniger. Wir haben einen pH-neutralen Felgenreiniger, wir haben den P21S High-End Felgenreiniger, der ist pH-hautneutral und wir haben einen alkalischen Felgenreiniger dabei. Und diese Aluminiumstreifen, die tauchen wir jetzt eben hier in die jeweiligen Reiniger ein. Und wir werden dann nach einer gewissen Zeit uns mal anschauen, was mit dem Aluminiumstreifen passiert. Das ist also blankes Aluminium, unbeschichtet, so wie man es zum Beispiel auf polierten Aluminiumfelgen, das Felgenhorn, wenn das poliert ist, dann ist das eben auch blankes Aluminium. Als zweites möchte ich eingehen auf einen Test auf Kunststoff. Das ist der sogenannte Spannungsriss-Korrosionstest. Ja, dazu haben wir Teststreifen vorbereitet. Und diese Teststreifen, da ist es so, wir haben eine Bohrung und in diese Bohrung wird ein Metalldorn eingedrückt und dadurch setzt der Dorn dieses Material unter Spannung. Das ist vergleichbar mit der Situation am Scheinwerfer eines Autoscheinwerfers. Das Glas ist auch gebogen und unter Spannung und so simulieren wir quasi die Bedingungen, die vorherrschen an einem Autoscheinwerfer. Und dazu wollen wir jetzt mal jeden Reiniger eben mit diesem Material, mit dem Felgenreiniger beaufschlagen und dann mal anschauen, was passiert. Dazu gebe ich eben ein paar Tropfen auf das Material. Hartmut, darf ich ganz kurz fragen, was hat Felgenreiniger an einem Scheinwerfer zu tun, nur falls sich der eine oder andere fragt? Es kann durchaus vorkommen, dass man unbeabsichtigt der Felgenreiniger mit einem Scheinwerfer in Kontakt kommt. Durch Wind zum Beispiel. Durch Wind zum Beispiel, ja. Und das bemerkt man auch nicht. Es wird nicht abgespült und der Felgenreiniger hat lange Zeit einzuwirken. Und das kann so einen einen Scheinwerfer auch kaputt machen. Und das werden wir auch sehen. Danke. Hier den zweiten Felgenreiniger. Jetzt den P21S High-End Felgenreiniger. Und zum Schluss den alkalischen Felgenreiniger. Während dieser Test jetzt läuft, wollen wir uns mal nochmal mit dem
Thema pH-Wert etwas genauer auseinandersetzen. Was ist pH-Wert? Was gibt es da Nennenswertes zu erzählen? Es gibt also eine sogenannte pH-Wertskala. Diese pH-Wertskala geht vom Bereich 0 bis 14. In der Mitte haben wir den pH-Wert 7. 7 bedeutet neutral. Gehen wir von dieser pH-Wertskala in Richtung 0, dann wird die Mischung, die wir haben, sauer. Also pH 0 heißt, unsere Mischung ist sauer. Gehen wir in die andere Richtung, heißt, unsere Mischung ist alkalisch. Und wir werden uns später nochmal anschauen, wo denn die pH-Werte dieser Felgenreiniger, die wir dabei haben, genau liegen. Und dann werden wir uns auch hier nochmal entsprechend auf der Skala anschauen. In der Zwischenzeit wollen wir jetzt mal uns einen ersten Eindruck über die Ergebnisse der Materialverträglichkeitstests anschauen. Ja. Wenn wir hier mal das erste Gläschen anschauen, da sieht man also in der Nahaufnahme so eine leichte Blasenbildung. Das heißt, das Material wird bereits angegriffen. Wir haben hier den pH-neutralen Reiniger. Da sieht man keine Blasenbildung, also kein Angriff. Das gleiche beim P21S High-End-Felgenreiniger, auch nichts zu sehen. Und beim stark alkalischen Felgenreiniger, da sieht man es also eindeutig, extrem starker Materialangriff bereits nach so kurzer Zeit. Das wollen wir uns jetzt auch nochmal richtig anschauen, indem wir die Plättchen rausnehmen und abwischen. Hier haben wir also, hier haben wir also schon einen deutlichen Angriff. Bei diesen Plättchen sieht man also keinen Angriff. Beim P21S High-End-Felgenreiniger ist auch kein Angriff zu erkennen. Und zuletzt beim stark alkalischen Felgenreiniger sieht man auch nochmal einen deutlichen Angriff. Und das bedeutet, Aluminium wird sowohl im stark sauren als auch im alkalischen angegriffen. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen? Es ist also wichtig zu sehen, Felgenreiniger gibt es von pH-Wert von 0 bis pH 14. Kommt also alles vor. Ihr dürft euch aber nicht davon verleiten lassen, von bestimmten Begriffen wie zum Beispiel pH-neutral oder säurefrei. Das bedeutet nicht automatisch, dass ein säurefreier oder pH-neutraler Felgenreiniger uneingeschränkt materialverträglich ist. Das haben wir hier also eindeutig gesehen, dass man hier nochmal Probleme hat. Und jetzt wollen wir uns noch die Spannungsrisskorrosion anschauen. Dazu wische ich jetzt einfach die Plättchen ab und man sieht hier keine Spannungsrisse. Gleiches beim pH-neutralen Felgenreiniger. Der P21S High-End. Das Rote ist übrigens der Wirkindikator, den man hier auch erkennen kann. Keine Spannungsrisse. Beim stark alkalischen Felgenreiniger sind auch keine Spannungsrisse zu sehen. Und was natürlich nicht korrekt ist, beim pH-neutralen Felgenreiniger sind selbstverständlich Spannungsrisse zu erkennen. Und das bedeutet, pH-neutral heißt nicht automatisch materialverträglich. Auch ein pH-neutraler Felgenreiniger kann durchaus Materialien angreifen. Das ist also wichtig, nochmal zusammenzufassen.
pH-Wert sagt nichts aus über Materialverträglichkeit. Das wäre es soweit. Ich sage vorab mal vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.